Kann der TSV Buchbach den Punkt unter der Woche bei den Bayern vergolden und auch bei der U23 des FC Augsburg was mitnehmen? Nach dem Bamberger Überraschungssieg in Filzing ist ein Dreier vor den knapp 800 Zuschauern, die vor allem wegen eines Traditionsfestes in die Rosenau gekommen waren, eigentlich fast Pflicht für die Gäste, wenn sie die Chance auf die Relegation ernsthaft aufrechterhalten wollen. Völlig entspannt können dagegen die Fuggerstädter reingehen. Der Klassenerhalt ist ja längst eingetütet. Im Hinspiel übrigens einer der wenigen Buchbacher Glanzmomente in der Vorrunde in Form eines 2:1 Erfolgs. Doch die angesprochene Festivität zum 50-jährigen Jubiläum des Augsburger Meistertitels in der damaligen Regionalliga Süd beflügelte die Hausherren in Weiß offenbar enorm, denn bereits nach 2 Minuten klingelte es im Kasten von Ludwig Zech. Eine Ecke von Kapitän Henrik Hofgärtner rutscht durch zu Noah Kyle Banks, Premierentreffer für den Deutschamerikaner in der Regionalliga. Wie reagiert der TSV? Es gibt eine Ecke in der 5. Minute, die wird allerdings abgewehrt. Moritz Kaube legt das Leder an Samet Bahar vorbei und ist dann auf und davon. Alleine vor Zech spielt er dann nochmal quer auf den mitgelaufenen Daniel Hausmann, der keine Mühe mehr hat, zum 2:0 einzuschieben. Was für ein Raketenstart der Augsburger Youngsters in dieses Match. Danach gönnten sie sich allerdings erstmal eine kleine schöpferische Auszeit. Die Oberbahn bemüht, einen Zugang zu finden, klappte aber noch nicht so recht. Und auch hinten die Gäste nach wie vor wackelig unterwegs, Bahada fast mit einem Eigentor. Nach rund 25 Minuten zogen die Augsburger dann die Zügel wieder an. Mert Kümmer wird geschickt, bietet zu einem Tänzchen, chippt die Kugel noch leicht abgefälscht von Manuel Matera, dann allerdings hauchzart vorbei. Das konnte TSV-Trainer Alex Petrovic nicht gefallen und tat es auch nicht. Er wechselte nach 32 Minuten gleich 2-mal aus. Unter anderem kam Winterneuzugang Daniel Gätke rein und dem bietet sich in der 34. Minute diese Riesenchance, erzielt allerdings tatsächlich am Kasten von Marcel Lubick vorbei. Die Hausherren nahmen das als Hallo-Wach-Pille und in der 39. Minute nutzt Christian Tasecki den reichlich vorhandenen Platz zu diesem fulminanten Schlenzer 3:0. Nun würde es ein verdammt weiter Weg für den Vorletzten, wenn es noch was Zählbares geben sollte. Er hätte es aber kurz vor dem Pausenpfiff fast sogar noch das 4. gegeben. Hans Rathgeber jagt die Vorlage von Kaube drüber. Buchbach musste nach dem Seitenwechsel mehr riskieren. Das öffnete wiederum Räume für den FCA. Zech hier allerdings vor Kömür an der Kugel. Der TSV insgesamt in dieser Phase schon mit etwas mehr Druck unterwegs. Gätke hier mit seiner zweiten guten Chance der Partie nach 53 Minuten. So ab der Stundenmarke nahmen dann allerdings die Gastgeber wieder das Heft in die Hand. Zech passt hier auf bei einem Freistoß von David Deger. Am Buchbacher Schlussmann lag es hier definitiv nicht, der hielt, was zu halten war. In der 67. Minute wäre er allerdings machtlos gewesen, Hofgärtner trifft nur die Latte. Die Oberbayern hatten mittlerweile aufgesteckt, Augsburg allerdings auch nicht mehr mit der letzten Konsequenz. Kuriose Szene dann in der 78. Minute, Lorenz Rachinger schießt, nachdem Zech zuvor gerettet hatte, Florian Gebert an und damit war es dann Abseits. Die letzte Szene gehörte dann ebenfalls in Schwaben. Juan Cabrera, wie Rachinger und Gebert eingewechselt, findet in Zech seinen Meister. Wenn der nicht so einen guten Tag gehabt hätte und die Hausherren konsequenter gewesen wären, hätte es noch wesentlich deutlicher ausgehen können als nur 3:0. Wir kommen heute sehr, sehr gut ins Spiel rein, was mich unendlich freut für die Jungs, weil es ein tolles Event heute war mit dem Traditionsspieltag. Sie belohnen sich auch endlich mal nach einer Eckenvariante, die auch die letzte Woche immer geklappt hat, bis zum Torabschluss. Und diesmal haben wir daraus den Dosenöffner 1:0 gemacht. Ich fand uns dann sehr gut. Nach dem 2:0 hatten wir dann mal so 10 Minuten eine Phase, wo das Spiel ein bisschen hektisch war. Mit dem 3:0 war dann wieder die Kontrolle auf unserer Seite. Zweite Halbzeit dann immer sehr schwer. Da hat uns auch so ein bisschen die Energie gegen den Ball gefehlt. Im Ball hatten wir dann trotzdem eine gute Struktur. Und am Ende des Tages finde ich ein hochverdienter 3:0-Sieg für meine Jungs. Ja, in der Summe ein desolates Spiel von uns. Von der ersten bis zur 90. Minute. Ich habe mich oft vor die Mannschaft gestellt und habe auch oft unseren Spielstil verteidigt und mit dem wir auch Punkte geholt haben jetzt. Aber heute ist, glaube ich, auch mal der Punkt, wo ich sagen muss, ich bin auch selber einfach nur enttäuscht mit und gegen den Ball. Und auch in der Höhe haben wir absolut verdient verloren, weil es einfach desolat war von uns. Und dann müssen wir es analysieren und die Konsequenzen daraus ziehen, wir als Trainer, aber auch die Spieler. Herber Rückschlag also für die Hoffnungen des TSV Buchbach auf den Klassenerhalt. 3 Spieltage Verschluss beträgt der Rückstand auf den 16. Bamberg 5 Punkte.
Augsburg klettert dagegen dank der 6. Partie in Folge ohne Niederlage auf Rang 7.